Es gab auch einen Literaturwissenschaftler, der hat das mir nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vor Augen geführt. Der sagte einfach, na, was wollen Sie denn erwarten? Wir haben schließlich seit 80 Jahren keinen Krieg. Und das Einzige, was wir Menschen in der westlichen Welt gelernt haben, ist, wie man Krieg führt. Mhm. Und zwar in unseren Familien, in den Bildungseinrichtungen, in den Kommunen, an der Arbeit. Überall wird Krieg gemacht. Ja. Das ist nur Konflikt. In mir selbst ist es nur Konflikt. Mit den Nachbarn und überall. Und dann lernt man, sich durchzusetzen auf Kosten der anderen, die ihnen das Maul zu verbieten, sich auf irgendeine Art und Weise zu behaupten. Also das ist Struggle for Life, wenn man das so nehmen will. Und das Ergebnis davon ist eben, dass wir eigentlich gar keine großen Gelegenheiten hatten, bisher in unserer Geschichte zu lernen, wie Frieden geht. So, und dann sagt er, und wenn das so ist, was wollen Sie denn von Leuten erwarten, die nichts anderes gelernt haben, dann können die auch nicht friedenstiftend wirksam werden, sondern dann müssen die den nächsten, wenn kein richtiger Konflikt mehr da ist, muss einer erfunden werden. Und da war die Reporterin, die den interviewt hat, die war dann ziemlich sprachlos, weil so hatte das noch gar keiner betrachtet. Ich finde das aber gar nicht so uninteressant, das aus dieser Perspektive anzuschauen. Weil es auch deutlich macht, dass unsere westliche Welt tatsächlich in diesen Bildungsbereichen es also kläglich versagt hat, wenn es darum geht, junge Menschen so ins Leben zu begleiten, dass die lernen, dass es nur miteinander geht. Das ist diese Wirtschaftswelt, die wir uns da geschaffen haben, verlangt da von den Bildungseinrichtungen, ob sie das offen sagen oder nicht, oder ob das nun durch die Ausbildung und die Identifikation mit dem Beruf dann so internalisiert worden ist, dass es gar nicht mehr zum Ausdruck gebracht wird und auch nicht mehr reflektiert wird. Es ist zwingend notwendig, damit das System so, wie es ist, erhalten bleibt, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule nicht lernen, wie es gemeinsam geht, sondern gegeneinander sich durchsetzen müssen, Wettbewerb. Und dann kommen diese ganzen Glaubenssätze ohne Druck, keine Leistung. Mein Gott, können die nicht mehr nachdenken? Und wenn ich einen kleinen Jungen beobachte, der einen Turm baut, der ist da vielleicht 5 Jahre alt, der will doch keinen mittelmäßig hohen Turm bauen. Mhm. Das heißt, am Anfang des Lebens ist die Leistungsbereitschaft so irrsinnig groß, sonst würde ja kein Kind laufen lernen und alles das, was da so schwierig ist, Fahrradfahren, Schwimmen, das sind ja Leistungen, Höchstleistungen. Und dann kommen wir her und sagen, man muss Druck machen. Ja, mach mal schön Druck. Versuch mal einem Kind die Sprache beizubringen, indem du dauernd ihm erzählst, wie es die Zunge zu bewegen hat und wie es was richtig auszusprechen hat. Dann lernt es das überhaupt nicht mehr. Mhm. Weil in dem Augenblick, wo Druck gemacht wird, wird die Subjekthaftigkeit und die eigenen Gestaltungskräfte des Kindes, die werden dann natürlich in Frage gestellt. Das Kind spürt auch von dem, der Druck macht, dass der nicht wirklich mit ihm verbunden ist, sondern was von ihm will. Und dann geht es wieder ums nackte Überleben. Wie kann ich das überleben? Indem ich das jetzt mitmache, dann ist das Konditionierung, dann passe ich mich an das Anforderungsprofil der Schule oder der Eltern an und verliere mich selbst dabei, weil ich gar nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin, weil ich ja gar nicht meinen Bedürfnissen gefolgt bin, sondern den Maßgaben und Wünschen und Erwartungen der anderen. Oder ich gehe in die Rebellion und sage, mach kaputt, was mich kaputt macht, und dann behandle ich die anderen ja auch wieder wie Objekte und haue denen einen auf die Birne. Das geht doch, das ist alles eine absurde Situation, in der wir gelandet sind, und ich bin dankbar, dass wir da gelandet sind, weil so wie bisher geht es nicht mehr weiter. Das hat uns an den Rand eines Abgrunds geführt, bei dem wir diesen wunderbaren Planeten mit all der natürlichen Vielfalt an Lebensformen, die da in diesen Jahrmillionen entstanden sind, mehr oder weniger schon ruiniert haben. Und jetzt ist höchste Zeit, dass wir zur Besinnung kommen. Und dazu versuche ich ein bisschen beizutragen, aber ich bin mir da schon darüber im Klaren, dass ich das nicht machen kann. Ich bin einer, der es versucht, und ich mache das auch so gut ich kann. Aber ich habe nicht so einen messianischen Trieb, der mich dazu bringt, dass ich mich hier nun aufopfere und die Welt retten will. Nein, ich mache das, weil ich das für notwendig halte. Weil ich mir sonst auch im Spiegel nicht mehr ins Gesicht schauen könnte. Aber wenn es nicht geht, geht es eben nicht. Also wenn die Menschheit jetzt schon zu blöd dafür geworden ist und sich selbst ihren Verstand sozusagen schon völlig umnachtet hat,
dann müssen sie das zu Ende bringen. Dann wird das auch zu Ende kommen. Aber ich bin Biologe und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein lebendes System, was sich selbst organisiert, eine Form hervorbringt, eine Lebensform, die das Leben als sich selbst organisierendes System zugrunde richtet. Das kann nicht funktionieren. Also glaube ich, dass wir die Kurve kriegen.